Hallo und herzlich willkommen zurück zu, jetzt wollte ich sagen Dark Souls 3, Silverpane Forest, Kapitel 6, Trümmer der Allianz, 3 Tage später rücken die Nachtelfen und die Westküste von Loredan vorsichtig in die rastlosen Wogenschatten des Silverlands vor. Echt? Das kann ich mir überhaupt nicht erinnern. Aber guck, Capital City Ruins, Tirisfal Garden, Loredamer See, Plaguelands, ergibt die Karte schon wesentlich mehr Sinn. Und das gefällt mir. Jetzt müsstest du nur noch laden. Also an das kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern. Wenn ich ehrlich bin. Unsere Truppen sind bald zum Aufbruch bereit. Aber wir wissen fast nichts über dieses seltsame Land, in das Illidan geflohen ist. Dieses Land heißt Loredan, Maiev. Es ist die Heimat der Allianz, die uns in der Schlacht am Berg Hyal unterstützt hat. Man sagte mir, dass ihre Königreiche, die der Menschen und Elfen, von der Geißel der Untoten verzehrt wurden. Diese Wälder haben schwer gelitten. Ich muss euch beide eine Zeit lang verlassen. Ich gehe in den Wald und versuche, mit dem Land zu sprechen. Solange ihr weg seid, versuchen wir, Illidans Fährte aufzunehmen. Ich erwarte, dass ihr zwei euch auf die Aufgabe konzentriert. Euer persönlicher Disput kann warten, bis wir meinen Bruder gefunden haben. Jawohl, Herr Lehrer. Natürlich, Shando. Wir brechen jetzt besser auf. Das war ein Lager der Allianz. Der Angriff muss erst kürzlich erfolgt sein. Fremde, mein Lord. Sie scheinen nicht untot zu sein, aber... Ishnu Allah, Nachtelfen. Ich bin Prinz Keltas. Ich bin offen gestanden überrascht, euresgleichen hier zu sehen. Doch was euer Begehr auch sein mag, ich fürchte, in diesem verfluchten Land findet ihr nur Tod und Schatten. Ishnu Daldieb, Keltas. Ich bin Maiev Schattensang. Das ist Tyrann der Whisperwind. Wir jagen einen mächtigen Dämon, der kürzlich hier eingetroffen ist. Seltsam. Von einem Dämon weiß ich nichts. Aber etwas hat die Untoten bei den Ruinen von Dalaran aufgeschreckt. Sie verfolgen uns jetzt Tag und Nacht. Wir waren im Begriff, diesen Posten aufzugeben und Zuflucht auf der anderen Seite des Flusses Arevas zu suchen. Dann sollt ihr unsere Unterstützung haben, junger Keltas. Wartet, dafür haben wir keine Zeit. Wenn euer Volk in Sicherheit ist, helft ihr uns dann vielleicht, den Dämon zu jagen, den wir suchen? Es wäre mir eine Ehre. Führt die Karawane über den Fluss. Mindestens 2 Nacht, was Nachschubwagen müssen halten bleiben. Tyrande Maifkeltas müssen überleben. Wir müssen uns sputen. Okay, wieder eine Karawanen-Mission. Zielstufe 10. Das heißt, sie kann ja mal vorreiten. Bei Elun. Die Jagd wartet. Ihr bleibt mal bei ihm. Die Untoten greifen an. Die Karawane muss beschützt werden. Keine Angst, Keltas. Mit diesem elenden Pack werden unsere Bergriesen allemal fertig. Sie kommt nicht Ihre durch. Steinhaut ist unempfindlich gegen diese primitiven Angriffe. Ist sie das? Wir vergeuden hier unsere Zeit, Tyrande. Auch wir sollten Bergriesen nach Illidan suchen. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Maiev. Ihre Geschwister haben uns gegen die Legion beigestanden. Diese Ehrenschuld begleichen wir jetzt. Oh ja.
Stimmt, die Spottfähigkeit. Die Zeit ist gekommen. Ich kann nicht mehr warten. Ich hoffe, von hinten greifen keine an. Die Zeit ist gekommen. Machst du aber deinen Wegen hier nicht selber. Unsere Krieger greifen den Feind an. So. Beschützt die Karawane um jeden Preis. Rums. Keltas ist halt Stufe 2. Die Schuldigen werden leiden. Ah, ein Söldnerlager. Wir könnten ein paar Leute zu unserer Unterstützung anheuern. Aber um sie zu bezahlen, benötigen wir etwas von unserem versteckten Gold. Ihr habt euer Gold versteckt? Wir kämpfen hier einen aussichtslosen Kampf, Wächterin. Die Untoten rücken tagtäglich näher. Wir müssen unser Kapital versteckt, aber in greifbarer Nähe halten. Unsere Goldverstecke sind in der ganzen Wildnis verstreut. Dann holen wir sie für euch. So. Wir müssen uns sputen. Die Karawane wird angegriffen. Ja. Die Zeit ist gekommen. Unsere Krieger greifen ich den Feind an. Ich folge der Stimme von Elun. Ich kenne meine Pfad. So. Jemand bedroht die Wildnis? Zack. Ashitoraman. Hier hat Keltas sein Gold vergraben. Holen wir es, Asch. Jemand bedroht die Wildnis? Oh. Bringende Schutz ist 3. Unverzüglich. Was haben wir denn hier? Waldtroll-Hohlpriester. Ja, nehmen wir doch das da zwei mit. Das Gemetzel kann beginnen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die Karawane wird angegriffen. So. Die Zeit ist gekommen. Die Schuldigen werden leiden. So, wir gehen weiter nach vorne. Das Ende rückt näher. Hühlen, Weg. Ich werde die Jagd beenden. Ich kann nicht mehr warten. Das ist hier ein Hinterhalt, aber sowas von. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Die Untoten sind zurückgekehrt. So. Verteidigt die Karawane! Aschall Toridas! Bums. Die Schuldigen werden leiden. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Ich werde die Jagd beenden. Das Ende rückt näher. Bisschen hinten auch gucken. Wir machen hier Rast. Ah. Leider sind mir nur wenige Krieger geblieben. Die Geißel hat uns in den letzten Monaten schwer zugesetzt. Keltas, wo sind eure Hochelfengeschwister? Kämpfen sie nicht wie ihr gegen die Untoten? Die Geißel hat unsere alte Heimat Keltalas verschlungen. Das einst stolze Geschlecht meines Volkes ist fast dahin. Wir wenigen Verbliebenen nennen uns nun Blutelfen, unserem ermordeten Volk zu ehren. Ich trauere um euer Volk, Keltas, aber ihr dürft nicht zulassen, dass Wut und Verzweiflung euer Herz vergiften. Noch könnt ihr euer Volk in eine bessere Zukunft führen. Noch, ja, aber sie sind leider mal... Die Zeit ist gekommen. Die Untoten sind zurückgekehrt. Verteidigt die Karawane! Ich werde die Jagd beenden.
So. Wir beschützen weiter die Karawane. Maiev bleibt weiterhin. Wir warten hier unsere mal. Unsere Krieger greifen den Feind an. Gerechtigkeit wird geschehen. Zack. Ich kann nicht mehr warten. Wen wollt ihr töten? Jemand bedroht die Wildnis? Zack. So sei es. Wir müssen du uns den letzten Wagen. Ashetoraman. Wie die Göttin wünscht. So. Die Karawane wird angegriffen. Die Zeit ist gekommen. Ihr zwei greift das an. Die Göttin ruft. Und ihr greift so rein. Ich folge der Stimme von Ihnen. Wir müssen uns sputen. So. Der Sternenregen. Ashetoraman. Bumm. Weitere Schätze der Allianz. Nehmen wir sie und dann nichts wie weg. Wie die Göttin wünscht. Was haben wir denn hier? Oh, beherrscht Befehlsaura und Hieb. Ich folge der Stimme von Elun. Zuchtmeister, den holen wir uns. Die Befehlsaura ist gut, erhöht den Schaden verbündeter Einheiten. Ihr wollt Axt? Wer mit der Penunze? Wer mit der Penunze? Unsere Krieger greifen den Feind an. Die Untoten sind zurückgekehrt. Verteidigt die Karawane! Wer mit der Penunze? Was liegt an? Ich folge ihr habt doch Volltreffer-Aura, oder? Okay. Vorher jetzt mit Söldnern im Gepäck und den zwei Tanks vorher. Wie die Göttin wünscht. Jemand bedroht die Wildnis? So. Was ihr wolle. Oh. Ja, aber inneres Feuer kostet zu viel. Unverzüglich. Das kostet mir zu viel Mana. Dass sich das lohnt. Du bleibst hinten. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Bei Elun. Wie die Göttin wünscht. Jemand bedroht die Wildnis. Zack, Gebrüll. Jawohl. Die Untoten sind zurückgekehrt. Verteidigt die Karawane! Maiev. Kommst du mal wieder voran, Maiev? Ashetoraman. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Ah. Oh. Da kommen sie ja eh gleich wieder. Wie die Göttin wünscht. Oder machen wir hier nochmal Rast? So sei es. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Nee, das ist bei da oben. Elun. Wie die Göttin wünscht. Das ist eine unserer letzten Bastionen diesseits des Flusses. Wir rasten hier ein wenig und warten auf Verstärkung. So sei es. Okay. Wir sind an einem Scheideweg angelangt, meine Freunde.
Dieser Weg zu unserem Ziel ist kürzer, doch er führt gefährlich nah an einer Bastion der Untoten vorbei. Die andere Route ist sicherer, aber wir brauchen länger, um den Fluss zu überqueren. Allerdings sind beide Wege nicht ungefährlich. Entscheiden wir rasch und ziehen weiter. Oh! Durch die Bastion. Bei Elun. So sei es. Unverzüglich. Die Jagd wartet. Ich folge der Stimme von Elun. Bei Elun. So. Dann war nämlich noch mal ein paar Söldner. So sei es. Bei Elun. So, und du gehst noch mal hier hin. Okay, was haben wir denn hier? Noch mehr vergrabenes Gold. Das wird uns eine große Hilfe sein. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Anin Squatch. Ich folge der Stimme von Elun. Kleiner Yeti. Bei Elun. Beschützt die Karawane um jeden Preis. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Kein Mana mehr. Was ihr wolle. Das ist schlecht. Ihr wollt Axt? Bisschen Mana brauchen wir schon. Die Jagd wartet. Jemand bedroht die Wildnis? Gerechtigkeit wird geschehen. So, du nimmst dir. Du nimmst dir. Hier stimmt da drauf. Du machst hier den hier. Das ist die Bastion, von der ich gesprochen habe. Rein. Sie muss zerstört werden, wenn die Karawane passieren soll. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ich kann nicht mehr warten. So. Die Jagd wartet. Achso, das sind nur Bäume. Ihr Riesen. Das da. Ich bin wach. Ich bin wach. Du. Beschützt die Karawane um jeden Preis. Das schafft ihr wohl, oder? Soll ich jemanden aufmischen? Shit. Gerechtigkeit wird geschehen. Für die Wächterinnen. Jemand bedroht die Wildnis? Unsere Krieger greifen den Feind an. Sputen. Ich werde die Jagd beenden. Ich folge der Stimme von Elun. Ashetoraman. Bum, bum. Bum, bum. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wir müssen uns sputen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. So. Jemand bedroht die Wildnis? Natürlich. Zack. Anudora. Dass du dich hier ein bisschen schneller heilst. Sofort. Anudora. Ich kenne meinen Pfad. Du folgst.
Sofort. Sehr gut. Anudora. Hier warten wir. Vielleicht brauchen die da noch Unterstützung. Die Karawane wird angegriffen. Das Ende rückt näher. Was machst du? Wir müssen uns sputen. Die Schuldigen werden leiden. So. Die Zeit ist gekommen. Ich folge der Stimme von Elun. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ashetoraman. Kommt hier nochmal ein Fight? Wie die Göttin wünscht. Nee, nicht mehr, okay. Ah, Lohenscheid. Gleich dahinter liegt der Fluss Arevas. Lohenscheid. Etwas ist mir hier nicht geheuer. Orge. Es geht mir genauso. Vielleicht sollten wir mit der Karawane besser weiter. Verdammt. Sie haben auf uns gewartet. Beschützt die Karawane um jeden Preis. Ihre Zahl ist grenzenlos. Ach, jetzt kommt der eine da. Ich werde die Jagd beenden. Es kommen immer mehr. Gerechtigkeit wird geschehen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Spott. Wir müssen uns sputen. Natürlich. Anudora. Jemand bedroht die wilde Jagd wartet. Also so viel waren das gar nicht. Kein Wagen verloren, kein Held ist gestorben. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber die zweite Welle rückt vor. Das könnte wiederum gefährlich werden. Unsere Zeit ist abgelaufen. Einen weiteren Angriff übersteht die Karawane nicht. Keltas, bringt eure Karawane über den Fluss. Ich bleibe zurück und halte die Brücke. Das ist sehr edel von euch, Priesterin. Aber einem solchen Ansturm seid ihr nicht gewachsen. Die Göttin ist mein Schild, Wächterin. Elun wird mir Kraft geben. Sie auf! Barmherzige Göttin. Wir müssen uns beeilen und sie retten. Diese Strömung bringt sie direkt ins Zentrum des Untotengebiets. Nein, Keltas. Tyrande ist Soldatin. Sie wusste, welches Risiko sie eingeht. Vor uns liegt eine wichtigere Mission und unsere Zeit wird knapp. Euer Volk ist in Sicherheit. Nun haltet euren Teil der Abmachung ein und helft mir, den Dämon zu jagen, den ich suche. Dies, Maiv. Wie sie lebt und lebt. Ich glaube, sie liebt Nelly dann schon so ein bisschen. Trümmer der Allianz, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.